seit ich in der Lauterer Innenstadt wohne und nicht mehr hier oben im Campus-Wohnheim und auch nicht mehr hier studiere, bin ich ja nur noch sehr selten hier. Aber immer, wenn ich mal wieder hierher komme, bin ich fasziniert, was sich hier alles tut. Kaiserslautern ist im Zusammenhang mit nachhaltiger Stadtplanung und einer sich weiterentwickelnden Technik-Uni eines der besten Beispiele in Deutschland. Ich glaube, sie gehört mittlerweile auch zu den renommiertesten Universitäten im Bereich Planungsrecht, Raumplanung, ja, und damit verbundenen naturwissenschaftlichen Bereichen in ganz Europa. Von ganz großer Bedeutung, das kann ich immer nur betonen. Wir sind hier im Herzen der Vereinigten Staaten von Europa. Ah, nee, die gibt es ja noch gar nicht. Ich muss sagen, ich bin fasziniert. Diese Treppe habe ich mir immer gewünscht, als ich hier studiert habe. Die gibt es jetzt einfach. Ja, das ist einfach wunderbar. Und wenn ihr mehr wissen wollt, was so interessant ist in Raum- und Umweltplanung passiert, abonniert diesen Kanal, besonders wenn ihr Studenten der TU Kaiserslautern seid oder was auch immer. Und hier hinten, die Straße runter, ist das ESA. Da habe ich neulich mein Video drüber gemacht. Das wird in den nächsten Tagen hier auf dem Kanal erscheinen. Wenn ihr den Kanal abonniert, werdet ihr es nicht verpassen. Also abonniert den Kanal. Abonniert mich. Los, los, los. Naja, Eigenwerbung stinkt, oder? Aber irgendwie muss man ja darauf aufmerksam. Wir müssen über Raumplanung sprechen. Sprecht mit mir darüber, unter meinen Videos. Los, schreibt Kommentare. Sagt mir Themen, worüber wir reden sollen. Los, los, los.